Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir haben noch keine Karte übrigens. Gut, wir sind in Level 4 angekommen, wie man sehen kann wenigstens. Also Level 1 bis 3 haben wir geklärt. Wir haben sogar die geheimen Karten gefunden. Oder die geheimen Räume und alles. Jedenfalls das, was wir erreichen konnten. Ja. Jetzt machen wir mal die Tür auf und gucken, was uns dahinter erwartet. Wer hätte es gedacht? Skelette. Das heißt, die kriegen mal wieder volle Kanne was von mir aufs Maul. Während ich schön fleißig geheilt werde. So, sie machen aber auch gut Aua, weil es Kriegsherren sind. Und gut gepanzerte Bogenschützen, wie ich sehe. Ja, Skelett-Bogenschütze. Ihr beide könnt auch ruhig wieder was machen. So, dankeschön. Buch des Lichts, Willenskraft und kritische Chance. Oh, nö. Ist nichts, was wir unbedingt brauchen. Und der Raum war leer. Gut. Wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, haben wir noch drei Räume auf der Seite. Und einen Raum mit Flatterviechern. Oh, das sind viele Magier. Sehr viele Magier. Ja. Du stehst nicht auf. Das ist ein Mana-Trank. Gut. Die in dem Raum latschen wohl auch wieder rum. Das sind Skelettfußsoldaten und nicht mehr. Leichtere Gegner hätten es nicht sein können. Na gut, mir fallen gerade wirklich keine leichteren Gegner ein als Skelettfußsoldaten. Die sollten also recht gut von der Klinge springen. Dich wegmachen. Und hier drin ist nichts, aber sie haben was gedurbt. Einen Stärkering, ha. Stärke Ausdauer, also wem bringt der was? Dir macht er Parieren runter und da Willenskraft runter. Dir gibt er plus 1 Ausdauer. Und ihr da unten braucht die nicht unbedingt. Da nimmst du mal den da mit mir, damit du mehr Stärke hast. Und wir mehr tragen können. So, und dann. Oh, das sind noch billigere Gegner. Okay. Es gibt also doch was Billigeres als Skelettfußsoldaten, nämlich nackige Skelette. Ihr könntet ruhig mal zum Bleichen gehen, zum Braun, wie ihr seid. So.
So, Würstchen. Also ja, ich sollte ja auf jeden Fall in Zukunft etwas großzügiger sein beim Essen, weil wir haben genug. Vor allem Schwarzbrot, was viel heilt. Das sollten wir sogar vor den Würstchen benutzen, das Schwarzbrot. Weil die Würste, die heilen mehr Gesundheit. Also erst das Brot aufbrauchen und dann die Würste. Der Raum hier war leer, das finde ich übrigens komisch. Mal kurz gucken, ob hier ein Switch ist. Tatsächlich. Und da ist die Map. Hey. Wir haben die Karte für Level 4 entdeckt. Und da haben wir etwas geschludert mit dem Aufdecken, ja? Ja, hier den Teil und hier war der Einsturz und hier konnten wir nicht durch, wenn ich mich richtig erinnere. Weil hier war auf jeden Fall ein Einsturz. Können wir aber später nochmal gucken. Ich wette nämlich, es geht hier einmal rundherum, so wie das hier aussieht. So, und hier. Ist auch alles finito. Das heißt, wir gehen jetzt in den Raum mit dem Flügel schlagen. Mal sehen, ob es wieder ein älteres Augenscheißteil ist. Oder ob's eher übler Beobachter. Die sind lästig. Wobei der zum Glück ziemlich einsteckt. Ah, Notfallheilung. Sicher ist sicher. Und wir haben Stufe 5 mit Hagrim erreicht. Yay, sehr schön. Wutschrei sofort. Reichweite Nahkampf. Verhöht alle nahen Feinde. Also eine Verbesserung von Verhöhen. Erhöht deinen Rüstungswert von Regenständen um 10%. Letztes Gefecht sofort. Erhöht temporär deine aktuellen und maximalen Gesundheitspunkte um 30% für 20 Sekunden. Nach Abklingzeit des Effekts geht die zusätzliche Gesundheit verloren. Hm. Ich würde sagen, erstmal sollte er mehr aushalten. Wir brauchen insgesamt 6 Punkte, damit wir verwüsten können. Oh, das ist sehr cool. Gegnerische Rüstung senken. Wenn diese Fähigkeit das Ziel schädigt, schädigt es auch nahe Feinde mit 25% des initialen Schadens. Also wenn verwüsten wahrscheinlich es schädigt. Ah, und zurückschlagen, wenn ich blocke. Was ist das? Erzürnt. Erhöht allen verursachten Schaden um 25% und senkt den ankommenden Schaden um 5% für 20 Sekunden, wenn Wutschrei gezaubert wird. Ja, die Kombination ist dann böse. Schildwall. Okay. Da liegt eine Axt. Die allerdings nicht toll ist, weil sie auch geringeren Schaden macht. Führung, Bastard. Ha?
Wobei, für ihn ist sie gar nicht mal so schlecht. Da sind wir wieder überladen, das ist aber kein Problem. Weil die macht 5 Willenskraft, 6 Willenskraft, 5 Ausdauer. Die macht 7 Ausdauer und 35 Ausweichen. Und macht mehr Schaden. Und kann Bastard geführt werden. Also muss ich dich leider fallen lassen, weil du bist zu schwer. Oh, und hier ist noch eine Asche. Ja, jetzt tut die uns übergewichtig machen. Aber scheinbar nicht so stark, dass wir Probleme kriegen. Ich decke hier sicherheitshalber noch alles auf. So, das heißt, wir können jetzt als nächstes hier durch. Ein großer Raum. Okay, fangen wir mit der Tür an. Also hier ist schon mal Sackgasse, aber da ist ein hübscher Gegenstand und eine Schriftrolle dafür. Wahrscheinlich, wie man den benutzt, oder? Dann gucken wir uns den Raum mal an. Ein leerer Raum, okay. Und wir haben hier einen Mittelraum. High Skelet Champion. Du siehst recht böse aus. Und ja, die Skelett-Champions sind ja auch auf dieser Ebene etwas heftiger als auf den vorherigen Ebenen. Zerschlagen unterbreche ich mal. Zerschlagen unterbreche ich wieder. Da ist, glaube ich, meine große Heilung jetzt durchgetickt. Also das Ding ist, hat sich aufgebraucht. Also erneuere ich es gerade gleich mal. So, die Fähigkeiten wieder. Bis jetzt komme ich zum Glück gut klar, ohne den Notfallheiler zu benutzen. Ja, nochmal das und nochmal das. Sicher ist sicher. Und er ist weg. Gut. Dann können wir die Heilung abbrechen. Geben sicherheitshalber mal Wein aus. Hier liegt Blue Gold. Du brachtest 1000 zurück ins Leben und einige mehr. Hier liegt Northwind Redclaw. Unser Dank ist niemals genug, um unsere Bewunderung zu zeigen. Hier liegt Redclaw Sorage. Viele folgten deinem Weg und vergrößerten dein Vermächtnis. Also hier müssen die drei Uhren auf jeden Fall hin, wahrscheinlich um die Tür zu öffnen. Aber, und ja, ich bin auch ein bisschen auf diese Schnitzeljagd fokussiert. Deswegen Inventory. Gut gemacht, nun machen wir das Ganze schwerer. Leg mich unter ein Kohlebecken in einem leeren Raum in der Nähe drei runder Legenden. Das sind, so wie es aussieht, drei Legenden, die wir hier haben. Und ich habe ja vorhin gemeint, dass hier ein leerer Raum ist.
Nein. Hey, ich habe tatsächlich was aufgehen gehört. War das jetzt auf der anderen Seite oder was? Na, Tatsache. Oblivionstein gibt einen extra Würfelpunkt für deinen Talentbaum. Und in der Nachricht steht, ich bin beeindruckt. Okay, gucken wir mal die Nachricht. Gibt einen extra Würfelpunkt für deinen Talentbaum. Geben wir das mal ihm. Weil ich ihn doch mal umskillen will. Ich bin beeindruckt. Habe ich es zu einfach gemacht? Mal sehen, was du hier mitmachst. Platziere mich vor einer Kaskade aus Steinen und ich leite dich auf die andere Seite. PS, ich hoffe, du magst mein Geschenk. Ja, das war schon mal ganz nett. Eine Kaskade aus Steinen. Ist damit der Steinschlag hier oben gemeint? Das können wir ausprobieren, wenn wir wieder auf dem Rückweg sind. Oh, und hier habe ich was übersehen. Neuer Zauberstab für dich. Nicht für dich, für dich. Ja. Senkt zwar die Ausdauer ein bisschen. Aber das könnten wir vielleicht hier ausgleichen. Nö, können wir nicht. Schade. Hiermit könnten wir es ausgleichen. Aufmerksamkeit ist ja recht hoch und durch den da hat sie, glaube ich, noch mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn wir hier die Aufmerksamkeit um 3 verringern an und die Stärke dadurch auch etwas höher machen, ja, ist das okay. Gut, also, wer liegt wo? Hier liegt Blue Gold. Welches war die Blue Gold Urne? Die da. Nettes Platzieren. Dann war hier Wecklaw. Not Van Wecklaw. Und hier ist dann die letzte. Wer könnte das nur sein? Ah, tada. Oh, Spinnen. Hi. Der Schrei hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Ich habe die Spinnen gehört, ich habe sie auch gesehen, aber ich habe nicht gedacht, dass sie jetzt so aggro reagieren. So, du hast alle aggro. Das ist mal ganz kurz Akku, hat sich allerdings erledigt. Ah, Aufmerksamkeit, Windskraft, Rüstung. Ne, nicht wirklich. Ein Roundabout. Lass mich raten, wenn ich hier gegen die Wand laufe, zählt das nicht, oder? Nein. Jetzt zählt das. Ganz ehrlich, solche Roundabouts riechen doch eigentlich immer nach Knöpfen. Und da in diesem Spiel hier zum Glück die Knöpfe alle gleich sind. Nö. Da geht's hoch. Fette Spinne, hi. Wollen wir Freunde sein? Wahrscheinlich eher nicht. Nix da, giftige Spucke. Ja,
Ja gut, die kann ich leider nicht unterbrechen. Und Talis hat Stufe 5 erreicht. Yay. Erhöht alle Schäden um 8%, wenn du eine Einhandwaffe trägst. Nein. Bedrohung senken. Überwältigender Schlag. Das ist der hier. Der Schaden wird um 100% erhöht, wenn die Gesundheit des Ziels unter 25 liegt. Wow. Das ist auf jeden Fall cool.